Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Der Mike ist auch mit am Start. Hallo. Und ja, ich bin hier noch in der Höhle am Zeug abbauen. Und der Mike, der ist noch daheim und baut an seinem Haus, glaube ich. Mhm. Ah. Recht. Hast du gut erraten. Ich bin so gut. So gut. Aber wo ist das Wasser? In welche Richtung bist du eigentlich gelaufen von deinem Haus jetzt aus gesehen? Richtung Stelle. Das sind nur die beiden Berge. Ach da. Und da dazwischen habe ich angefangen, mich in den Boden rein zu buddeln. Also von deinem Haus aus gesehen, hinten rum. Ja, glaub schon. Kann man glaube ich so sagen. Ja, weil deine Tür ja vorne ist. Achso, ja. 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 Jetzt brennt, Zombies, brennt. Burn. Burn, Zombie, burn. Hallo, Creeper. So, ja, sie cool. Brennen. Brennen sie, sehr gut. Ja. Entzündet ein Feuerwerk aus Creeper, aus Zombies. Kohle, so viel Kohle, die ich hole. Ein kleines Kohlebergwerk. So, dann gleich erstmal noch ein Steak reinhauen. Dich gesund. Fördert den natürlichen Heilungsprozess. Müssen wir hier auch noch dem überall Kohle. So viel Kohle. So much coal. Wollen wir uns mit dem Enderman anlegen? Ach doch. Angriff! Er sieht uns nicht, er sieht uns nicht. Haha! 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 Oh, 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 ah, Hilfe! Ah! Und er ist tot. Perfekt. Hast du gut gemacht. Danke, danke, danke. Skelett! Angriff! Und gleich das Skelett hinter. Da ist noch irgendwo eins. Ja, sag mal, wo kommst du denn her? Arschlumpfhausen. Was ist denn los mit dir? Guck dir das Skelett an. Also, der hat wahr. Wann kann man denn Fackeln an Glas platzieren? Keine Ahnung, kann man das? Ja. Was? So. Ich baue ja schon fast mehr Stein wieder auf, als ich abbaue. Kommst du jetzt wieder hoch, oder? Nö. Achso. Aber ich baue gerade Wasser zu, damit ich hier Ruhe habe und nicht vom Wasser nach und nach in die Lava geschoben werde. Achso. Also dauert es noch, bis du hochkommst. Ja, dauert noch einen Moment, das definitiv. Ich wollte eigentlich ein paar Diamanten finden noch. Ich bin jetzt auf Ebene... Auf deine Spitzhacke? Ja? Hast du denn Glück auf deine Spitzhacke? Nee. Schade. Aber das war eigentlich eine Idee. Weil dann hättest du mehr rausbekommen können. Eben. Dann hätten wir uns sie vielleicht teilen können. Nein. Ich bin kein Freund vom Kommunismus, wenn ich was finde, ist meins. Aha. Außer man baut zusammen und sagt, gut, wir teilen das, aber wenn ich farmen gehe, dann farm ich ja für mich. Weißt du? Ist ja. Gibt nichts umsonst, ne? Ist wie Gruppenprojekte in der Uni oder in der Schule. Einer macht alles und der Rest macht nichts. Ja. Ätzend. Gut, ich meine auch Teil unseres Sozialsystems. Arbeiten, zahlen Steuern und andere leben von diesen Steuern. Das ist ja auch in Ordnung. Aber nicht in Minecraft. Da gibt's Grenzen. Aha, und die hast du gesetzt. Ja, für mich schon. Na gut, ich finde eh keine Diamanten daher. Aha. Gibt's auch nichts, was ich nicht teilen kann.
Hallo Diamanten. Hallo Zombie. Und deine Diamanten? Tja, jetzt nicht mehr. Hast du jetzt wirklich welche gefunden? Ja, tatsächlich. Oh, krass. Cool. Also wirklich in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich finde eh keine, kurz dahinter, ja. Ja, siehst du, und so müssen wir das beim Dschungel sagen. Ja, gut, wir haben ja oft genug gesagt, dass das scheiß Spiel uns nie in Dschungel gibt. Das hat ja nicht so ganz geklappt irgendwie. Ist das etwa hier? Oder wir haben es noch nicht zu oft gesagt. Meinst du, wir müssen es öfter... Ich finde das so blöd, dass hier unten in der Höhle nie ein Dschungel drin ist, ja? Ich meine ja auch nicht in der Höhle. Achso. Ja, dann sag das mal oben an der Erdoberfläche. Plopp. Dschungel da. Ja. Direkt. Der wächst, bei uns. Der wächst einfach instant dann. Hallo. Yo. Ich bin's, ein Dschungel. Weißt du, so direkt da, wo wir das Villager Dorf hinbauen wollen. Genau, flop, zugewachsen. Damn, nicht schon wieder. Das wäre schon echt krass. Ja, das, ja. Ich glaube, da würden wir ganz schön blöd gucken. Ja. Zombie, klappe da oben. In Ruhe abbauen, ja? Da kannst du jetzt nicht hier ankommen, so rumstöhnen die ganze Zeit. Jetzt wirklich nicht. Ich bin Zombie in Ruhe. Nein, der ist da der oben. Der hat dir nichts getan. Doch, der stöhnt mich die ganze Zeit an. Das ist sexuelle Belästigung. Aha. Ja. Naja, dann. Eben. Dann hat er dir was getan. Eben. Ich meine, ich laufe ja auch nicht raus auf die Straße und stöhne irgendwelche Leute an. Würde ich zwangsläufig festgenommen werden oder aufs Maul bekommen. Ja. Und zwar in der Reihenfolge. So, nachdem ich jetzt die Diamanten habe, müsste ich eigentlich einen beherzten Sprung in die Lava machen. Damit sich das auch gelohnt hat. Hier geht's wieder hoch. Und ein bisschen Redstone. Müssen im nächsten Haus aus Redstone-Blöcken bauen. Ja. Das ist der rote Haus. Wobei, besser nicht. Das ist ein Puff in Frankfurt. So. Au! Da schießt das Ding einfach auf mich. Oh, voll schöne Musik. Yep. Voll schöne Musik. Au, stirb. Ja, da war so ein Skelett, was einfach meinte, es müsste mir Pfeile in den Kopf schießen. Das geht doch nicht. Er tut doch weh. Eben. Und irgendwo ist hier auch noch ein Zombo. Ein guter Zombo. Der kleine Zombo, der mir zärtlich ins Ohr stöhnt. Das geht ja auch nicht. Nur am Stöhnen, der Junge. Vielleicht hat er Schmerzen. Von denen könnte ich ihn befreien. Oh fuck. Ja, das würde tödlich enden, aber hey. Also, für ihn. Für mich eher unwahrscheinlich. Ja. Außer es ist Super Zombie. Der Rächer der Zombies. Jeder 23. Zombie ist super. Illuminatenkopfhörer. Gut, das Eisen nehmen wir natürlich auch noch mit. So. Blub, blub, blub. Hallo Zombie, wo bist du? Nicht da. Nö, da ist er wirklich nicht. Moment, woher wusstest du das? Bist du der Zombie? Ja. Ist Mike in Wirklichkeit ein Zombie? Und was haben die Illuminaten damit zu tun? Das und noch viel mehr. Sonntag in der Bild-Zeitung. Bilden dir deine Meinung. Erstmal ein Steak. Ja. Genau, hier war ich vorhin. Oh, hallo Skelett. Oh, Doppelskelett. Yep. 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 Du auch. Wer bellt da bei dir rum, ey? Der Hund bellt bei mir rum. Sonst. Das ist mein Nachbar, der bellt ab und zu. Ach so. Wenn er mir nicht mehr zärtlich ins Ohr stöhnen kann, dann bellt er. Okay.
Ja, ist eigentlich ein Zombie, der, ja. Wir sind hier eine sehr offene Community aus Zombie-Freunden. Dementsprechend ist jedes zweite Haus für Zombies. Ja. Mhm. Das ist so ein neues Projekt hier in Stuttgart. Zombie-freundliche Nachbarschaften. Ah, und ja. Es ist okay. Am Anfang ist es ein bisschen komisch. Aber wenn du beim ersten Mal Hand aufgeben immer aufpasst, dass sie nicht reinbeißen, dann ist das schon in Ordnung. Jo, kleine Fledermaus, du musst da mal ein bisschen beiseite. Nicht, dass ich dich aus Versehen schlage. Du machst beiseite. Beiseite! Hier kommt der Yogi im seidenen Mantel. Oh, mein Inventar ist demnächst überfüllt. Das ist schön, aber auch irgendwie blöd. Muss man wieder lernen. Richtig. Ich muss gleich mal wieder hochkommen. Ein bisschen geht noch. Ein bisschen geht noch. Mehr Kohle. Mehr Kohle. Und warum machen sie das? Ja, für die Kohle. Aber ich habe auch Gold. Und gleich ein bisschen Obsidian. Und in die Lava gesprungen. Jo. Wäre so typisch. So. Nope. Hier ist noch ein Redstone. Nehmen wir den mit? Ja, den nehmen wir mit. Komm. Aktiviert. Und der Redstone ist Eisen. Nehmen wir auch mit. Da wollten wir uns ja gar nicht beschweren. Und unter dem Eisen ist mehr Eisen und Lava. Ja. Das ist gefährlich. Machen wir mal zu. Nicht, dass ich hier noch reinfalle. Reingefallen. Bam. So, erstmal noch ein Steak essen. Gut, dann würde ich tatsächlich sagen, wir platzieren das mal kurz. Und erstmal auf den Bogen. Den braucht kein Mensch. Ja, Platz ist überbewertet. Raus damit. Moment, wo war das? Wo war das Obsidian? Die Richtung? Ich glaube schon. Ja, da sieht doch gut aus. Da sieht doch gut aus. Yay, ein Obsidian. Yay. Gleich kommt ein zweites. Yay. Und noch eins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück brauche ich mindestens. Warum kann man nicht im Nether Wasser nutzen? Es wäre so schön. Es würde es so viel einfacher machen. Bist du jetzt schon wieder auf dem Rückweg? Nö. Ich baue gerade noch Obsidian ab. Und dann kommst du auf dem Rückweg. Dann komme ich auf den Rückweg. Hey, weg. Komm ich nach Hause? Guck mir mal an, was du gebaut hast. Ja, bald fertig. Und dann muss ich, glaube ich, ein paar Level bitte machen. Mir fällt der Bus nur noch das Glas. Das Glas. Das Glas. Glas. Komm schon. Haus ab. Los. Sehr gut. Also entweder fährt gerade irgendwer mit einer Mülltonne bei uns vorm Haus entlang oder es fängt an zu donnern und zu gewittern. Beides sind Möglichkeiten. Gut, zwei Stück brauchen wir noch. Drei rechts, drei links, zwei oben, zwei unten. 10 Stück. Oh, das war knapp. Fast wäre mein gutes Obsidian in die Lava gefallen. Und ich hinterher gesprungen. Ja, man wird unachtsam mit der Zeit. Und das ist gefährlich. Weil dann kriegt die Lava dich. Dann denkst du an nichts Böses und dann kommt die Lava und nimmt dich auseinander. So.
Können wir hier mal gut so. 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 Erstmal auf den einen Pilz, ganz ehrlich. So. Ich versuche jetzt wieder hochzukommen. Oh, hier ist Kohle. Die nehme ich noch mit. Ja, ein bisschen Platz habe ich ja noch. Ein bisschen Kohle, die ich mir hole. Ich hab verstanden, meine Pistole. Minecraft, jetzt neu, mit Pistolen. So. Hier geht's höher, das ist schon mal gut. Moment, hier mal die Blumen. Ja, also bin ich ins Dunkle reingelaufen. Hab mich des Todes erschreckt. Da müssen wir erstmal ein bisschen hier Kohle abbauen. Ist bald nicht mehr dunkel. Nein, ist. Creeper, da explodiert jetzt nicht. Oh, so ein bisschen? Bisschen explodieren. Kleine Explosion. Nein. Nur für dich. In deinem Haus. Kleine Explosion. Hm. Keine kleine Explosion. Aber eine große Explosion. Die Kohle hier können wir eigentlich auch noch. Also ich meine, wenn wir schon hier sind, ne? Und wir brauchen E-Level. Also ich meine, die Dings, die Spitzhacke, die muss auf Level 30 verzaubert werden. Da können wir schlecht sagen, wir verzaubern mit Level 4 wieder mal, weil wir können es ja. Es ist eine Diamantspitzhacke, ja, die ist ja hier. Da muss, also da muss, müssen wir sich gönnen. Die kriegt dann, keine Ahnung, Glück und Effizient. Und die braucht eigentlich Härte und Effizienz. Glück, können wir uns auf eine extra Spritzhacke machen. Ist der richtige Weg? Da ist ein Zombie. Hallo Zombie. Oh, es sind zwei Zombies. Jungs, wir können über alles reden. Wirklich. Wir können über alles reden, ja? Hey, nicht direkt zuschlagen. Okay, bam. Das kann ich auch. Ihr seid doch keine Gegner. Ihr seid Zombies. Oh, falsche Hacke. Ja, ich habe deine Freunde umgebracht und das ist okay so. Akzeptiere es. Akzeptiere meine Autorität. Cartman-Style. Ach ja. So ist es. Ist der Zombie explodiert? Der Creeper. Nö. Sehr gut. Boah. Jo, das sieht doch so aus, als wäre ich hierher gekommen. Ah, ich habe den Rückweg gefunden. Dum, 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 dum. Lauf. Oh, bisschen düster. Ich gehe wieder in den Berg. Da war es heller. Da hatte ich Fackeln. Skelettmann! So nicht! Spinne, du auch nicht! Nein, 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 nein! Skelett, stirb! Spinne, stirb! Kaum komme ich wieder hier an Tage, ja? War zwei Tage unter der Erde, wird erstmal von allem angegriffen, was hier oben fleucht und kreucht. Außer von meinem Freund, dem Schwein hier. Das greift mich. Wow! Ja? Nein, nicht noch ein Creeper. Alter. So. Oh, lauter Kühe, die muss ich umbringen. Hi, Mike. Wollen wir schlafen Hallo. Gehen? Ja. Na, wie findest du mein Haus? Ich guck's mir an, wenn's hell ist, okay? Okay. Aber erst muss ich noch den Enderman hier umbringen. Überraschungsangriff! Haha! Oh, wo ist er hin? Ja. Moment, ich mach den Überraschungsangriff, nicht du! Gute Nacht! Aha! Hast du ihn? Nein, noch nicht. So. Oh, da ist er. Yep, jetzt. Braver Enderman. Schlafenszeit. So. Oh. Oh. Gute Nacht. Erst ein Stückchen Kaffee am frühen Morgen. Ah, scheiße.
Okay. Hör zurück. Oh, scheiß Creeper, Alter. Hat mir die ganze Front verfetzt. Bei dir auch? Nee, das war hier hinten. So, dann komme ich mir mal dein Häuschen angucken. Das Häuschen sieht sehr aus wie das Farmhaus, wenn ich das mal so sagen darf. Passt. Das hat andere Fenster. Und nach außen so Zäune. Ja, hübsch. Hübsch, hübsch. Oh, hier ist auch ein Creeperloch. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo, das ist kostenlos. Morgen um 13 Uhr geht's weiter. Anregungen, Wünsche wie immer in die Kommentare und ja, gesund bleiben, dranbleiben. Bye bye. Tschüss.